So, ich habe das jetzt so gleich bunt mitgebracht, gell? Also das ist einfach aus der Bibel, Schöpfung, also von Chagall. Habe ich zu Hause so hängen. Ich habe auch so schöne Bibeln in Leder gebunden von Chagall. Ja, ich wollte so eine Gegenvorlesung zu Kant halten, zu dem kategorischen Imperativ. Das klingt schon so hart und nicht so richtig kreativ. Machen, ich setze mal einen anderen rein, schöpferischen. Also mache dich urbar in dieser Welt. Fertig. Ich leide so ein bisschen unter den anderen, also ich will nichts gegen die Vorträge sagen, nur verstehen Sie, mit 5 sind alle kreativ, das wird auch nicht abgestritten hier, oder? Es ist alles in Ordnung, solange Sie 5 oder 6 sind. Und dann kommen Sie in die Schule und dann wird das fertig gemacht und jetzt sitzen Sie rum und haben keine Lust mehr, kreativ zu sein. Und dann kommen Sie zum TEDx und sagen, wie kann ich das jetzt wieder lernen? Ist irgendwie schon zu spät, ja? Also dann merken Sie, dass Sie einen Inner Critic haben. Wo ist denn das innere Kind, bitte? Das haben Sie auch mal gehabt, das ist schon weg, ja? Also das innere Kind, das, was man eigentlich tun soll, was die Kreativität wegmacht, das heißt bei Sigmund Freud über ich, also da steht einfach geschrieben, was Mama, Papa und der Kaiser von mir will. Und das innere Kind hat man einfach als Trieb so irgendwie diskreditiert und das wird weggemacht. So. Und im Grunde brauchen wir jetzt eine Gesellschaft, wo man das wieder mehr braucht. Also das habe ich ja letztes Jahr oder irgendwann immer gesagt, also dass in der neuen Wissensgesellschaft man nicht alles immer so abarbeiten muss. Also wenn man nur Zeug abarbeitet oder Akten bearbeitet oder so, dann endet man erst ins Callcenter und dann gar nichts mehr, weil der Computer das selbst kann. Und im neuen Zeitalter muss man halt, da ist viel mehr Design, Kreativität, Erfindung, Innovation, Research und so weiter. Und dann kommen diese ganzen Leute, Frau Merkel und Frau Chavan, die sehen auch sehr innovativ schon aus, und sagen, wir brauchen Innovation, brauchen das. Heute steht im Handelsblatt, das geht alles nicht so richtig. Verstehen Sie, wir haben da jetzt Milliarden reingepumpt und kommt nichts. Verstehen Sie, das muss man mit Freude machen, das wollte ich sagen. So einfach, wenn ich musste wegen meinem Sohn Johannes dann auch ein paar Mal zur Schule, der hat irre viel Freude. Ist auch ein ganz glücklicher Mensch geworden, aber es hat so eine Übergangsphase gebraucht, bis man das dann so diese Antikreativitätsversuche im Gymnasium irgendwie übersteht, was dann Lehrplan heißt. Okay, und das möchte ich gern, ich muss ganz scharf zur Uhr gucken natürlich, bis ihm. Ich habe das einfach mal so aufgeschrieben, was ich finde. Also mache dich urbar inmitten der reichen Möglichkeiten dieser Welt, fertig. Und Sie, nicht? Verstehen Sie, nicht der Lehrplan macht Sie urbar, sondern Sie sich. Das ist eine andere Richtung. Und Sie sollen nicht immer warten, was mit Ihnen passiert. Also wenn Sie das machen, also geht da an die Arbeit und macht das, dann ist man nicht kreativ. Das ist doch klar, dann macht man sein Zeug. So. Und so im Prinzip werden die Arbeitnehmer und die Schüler heute verglichen. Also praktisch, man guckt nicht mehr, ob da was Gutes gemacht hat, sondern man wird verglichen. Also bist du besser als der? Und dann macht man so Kämpfe und so. Das hat alles nichts mit Kreativität und Freude zu tun. Die wird einem echt rausgetrieben. Das sage ich die ganze Zeit. Es hilft aber natürlich nichts, wenn ich... Verstehen Sie, Sie lassen Sie mich nicht allein damit. Ich kriege immer so Briefe, auch früher bei IBM. Das hast du schön gesagt, du hast uns aus der Seele gesprochen und jetzt beten wir für dich, dass dir nichts passiert. Also das heißt, die haben gesagt, ich bin Querdenker und das finden alle Leute, dass das ganz gefährlich ist und so weiter. Also Querdenker heißt einfach, dass man das innere Kind nicht abschaltet. Und den Luxus habe ich mir halt gegönnt. Das war nicht ohne Folgen.
Man kriegt nicht immer den vollen Bonus, aber es ist alles in Ordnung. Ich kann was zu Storytelling erzählen, einfach nur als Intro, ganz schnell ein Beispiel. Ich habe die beste Note aller Zeiten in der Schule geschrieben, in einer Deutscharbeit, 2+. Eins gab es nicht, sonst hätte man mit Goethe schreiben müssen, 2+. Wir sollten sagen, sollst du Hamlet im Theater gucken, so auf der Bühne oder im Fernsehen, mit Sir Laurence Olivier, mit dem Star-Schauspieler. Und dann habe ich so geschrieben, also ich habe das, natürlich guckt man Sir Laurence Olivier an, das ist ja logisch. Und dann habe ich das geguckt und dann kommt so meine Schwester drauf, Hamlet, was soll das denn? Und dann mein Vater kommt, willst du ein Bier trinken? So geht das alles los. Mein Vater trinkt kein Bier, aber das gab eine schöne Story. Ich habe das so gemacht. Und dann verstehen Sie, die andere Setup, raus, gehe nach Hildesheim in dieses nicht so das größte Theater, würde man sagen, Provinztheater, dann hebt sich der rote Vorhang, so wie hier, alles so schön. Und dann kommt Hamlet. Und das ist schön. Und die Schauspieler sind durchschnittlich oder mittelmäßig, aber es ist schön. Verstehen Sie so? Und dann kriegt man Gänsehaut, hat meine Deutschlehrerin auch gekriegt beim Lesen. Und dann habe ich die amtliche Meinung, die war klar, was rauskommen muss, geh ins Theater. 2+. Und dann, ich habe das noch vor Augen von mir, was da stand, 2+, klasse. Und dann war es durchgestrichen, du Gunther, ich habe mir das nochmal durchgelesen. Ich kauf's, es ist in Ordnung, ich war begeistert, es kribbelt in mir. Aber es ist keine Erörterung, du hast keine Stoffsammlung gemacht, keine Gliederung, es ist überhaupt keine Storyline hinter deinem Traktat erkennbar, außer dass ich es gut finde, kann ich einfach nichts gut dran bewerten. Und dann stand da, 4. So, und nehm, das ist jetzt Storytelling. Nehmen Sie das als Gleichnis. Verstehen Sie? Und dann wollte ich Dichter werden, haben meine Eltern gesagt, du hast einen schönen Vogel. Und ich habe dann 30 Jahre Ehrenrunde gemacht, bis ich das machen kann. Ja? Und ich habe das so, ja, das ist die Geschichte von mir. Ja, ich habe einen, gibt es mehrere kategorische Imperative von Kant. Die eine Form ist die, also es gibt 3 oder 4. Wenn nicht, dass Sie sagen, ich habe den falschen genommen also, oder falsch zitiert, es gibt ein paar. Ja, da steht einfach drin, man soll das moralische Gesetz achten. Das wird uns eingeprägt. Ich will nicht sagen, dass das total daneben ist. Das Problem ist, was man daraus macht. Verstehen Sie? Kant hat gesagt, ich soll mein moralisches Gesetz achten. Das kann auch sein, dass mein moralisches Gesetz mache, ich mache mich urbar und lasse mich kreativ, wie ich bin. Das könnte ich als allgemeines Gesetz der Menschheit so stehen lassen. Also jeder macht sich urbar und ich mich auch und dann handle ich nach dem moralischen Gesetz, aber das ist meins. Und das Problem ist, dass der Kaiser ein moralisches Gesetz macht. Ja, das sieht dann ungefähr so aus, mach deine Pflicht. Gegen alle Neigung und so weiter und so weiter. Verstehen Sie, das ist, wenn man jetzt ins neue Zeitalter kommt und mehr kreativ und schöpferisch tätig sein will, dann muss man erst von der Neigung eigentlich ausgehen und die zur Pflicht machen. Und Konfuzius hat schon gesagt, weiß ich nicht genau, ist wenn nicht, ungefähr so, tu, was du liebst, dann musst du nie mehr arbeiten. So rum. Kant hat gesagt, nimm die Pflicht an, tue sie und gewöhne dich langsam daran, so wie Gefangene, das schön zu finden. Das ist nicht so gemeint. Das steht bei dem Kant, glaube ich, also für, wenn ich das lese, nicht drin. Also ich bin jetzt natürlich nicht so Fachmann dafür, will ich auch gar nicht so werden, weil es so kompliziert ist. Ja, und dann gibt es noch eine neue, das ist jetzt die philosophische Version, was man philosophisch pervertiert aus meiner Sicht, aus der ganzen Geschichte. Man kann es auch ökonomisch pervertieren. Das ist Pflicht, ist unter Zurückstellung eigener Neigung nach Höchstleistungen zu streben und immer die besten Measurements bei ihrem Chef zu haben. Das ist jetzt das Moral, es gibt kein Moral, das ist das ökonomische Gesetz, wenn Sie so wollen, oder ökonomische Imperativ. Und daran werden wir jetzt irgendwie aufgehängt. Und wenn Sie sich da reinziehen lassen, okay. Also so, das ist so bei Beratern up or out. Entweder bist du der Beste oder geh. Ja, dann müssen Sie schon im Kindergarten irgendwie Englisch anfangen zu lernen. Ich hasse es. Ja, also ich meine,
Das habe ich, glaube ich, irgendwie im früheren TED mal vorgetragen. Das wurde auch gerade gesagt, dass es Alpha, Beta, Delta, Gamma Wellen gibt, ja? Im Hirn. Und Kinder bis 6 haben Theta-Wellen, hauptsächlich ein Theta-Wellen-EEG. Die Erwachsenenwellen sind Alpha und Beta, das haben die Kinder gar nicht. Und dann sollen sie Englisch lernen. Das können die vielleicht gar nicht. Die können nur diese Ganzheitsmethode. Man kann mit ihnen Englisch reden, dann antworten sie gleich Englisch und können es in 4 Wochen. Und was man macht, man ersetzt es durch 10 Jahre reinpauken. Unter anderen Wellenlängen, die gar nicht haben und so weiter. Okay. Ich habe das mal ordentlich als Bild gemacht, damit Sie was mitnehmen. Oder statt Storytelling ein Bild. Das, was mit Ihnen gemacht wird, Sie sind eine Tulpe. So eine normale Zwiebel, eine gesetzt, einmal 8 cm, 8,7 cm, wird genau ausgerechnet nach dem ökonomischen Imperativ, wie weit die Abstände sein müssen, wann Sie am besten die Blüten treiben und verkaufbar sind. Das macht dieser Hang des Deutschen, diesen kategorischen Imperativ zu nehmen. Sie halten sich an das Gesetz. Und die Schule und der Lehrplan und die Uni, insbesondere diese Bachelorisierung oder Vercredit-Pointerisierung des Studiums, führen dazu, dass sie Tulpen werden. Immer nur Tulpen. Verstehen Sie? Ungefähr mit 6 hört... Bis ungefähr 6, wenn das nicht irgendwann mit Englisch kommt, also bis 6 werden sie irgendwie normal gehalten, so naturgerecht, irgendwie so möglichst, in artgerechter Haltung. Und dann Tulpe. Ein Gymnasium noch schlimmer und Bachelor noch viel schlimmer. Das hatten wir früher nicht, da konnte man noch Vordiplom machen. Meine Kinder haben alle noch, mein Sohn hat das letzte Diplom sozusagen. Jetzt müssen die alle das nur noch so auswendig lernen. So, Sie kennen das Pflicht und Neigung, Anmut und Würde von Schiller, das ist die Entgegnung, ja, also praktisch, man nimmt immer die, was zu Tulpen passt. Ich kann das auch ganz kurz, man kann auch sowas nehmen, das ist die andere Seite, also Pflicht und Neigung, Anmut und Würde und so, ich habe die Paare jetzt mal zusammengesetzt. Und was wir uns hier jetzt alle versammelt haben, dass Sie so einen Schauer, so ein Erbeben haben und sagen, das gefällt Ihnen jetzt. Das müssen Sie jetzt mit nach Hause nehmen und das sollen Sie jetzt werden, bitte. Und es ist viel schwieriger, so eine Wiese aufzuziehen, also urbar machen, in dem Sinne, dass Sie den Wald abbrennen und hinterher ist diese Blume. Das ist schwer. Machen Sie sich nichts vor. Also das ist einfach. Das ist erforscht, völlig klar, wie das gemacht wird. Das ist eine logistische Frage mit 40 Leuten in der Klasse oder 100, 200 Studenten im Hörsaal. Bei BWL 1 sind es, glaube ich, 1700 oder irgendwie was gerade reingeht. Wenn ich dann sage, es ist besser, die Vorlesung im Internet zu halten, dann sagen diese BWL-Studenten 1700, Face-to-Face ist aber doch besser. Ich habe dieses Buch zu Hause, also das linke, das habe ich noch nie gelesen, das steht da. Also ich will es auch nicht lesen, vielleicht ist es schlecht. Also Nein, ich habe Angst, ich glaube, es ist gut, aber ich habe es am Flughafen gekauft. Do what you love, the money will fall. Das ist ungefähr, was Konfuzius auch schon gesagt hat, ein bisschen anders. Ich habe dann die Amazon-Kritik drüber gelesen, ja, die habe ich rauskopiert aus Amazon. Steht, dieses Buch ist doof, lies lieber das Rechte. Und da steht dann wieder, werde Tulpe. Okay? Das wird gerade gesagt, verstehen Sie, das sind so einsame Rufer, mein Kollege, der Hüter. Vielleicht hören Sie den auch öfter mal, gibt es immer im Internet, sagt, jedes Kind ist hochbegabt. Das meint es, also es ist noch nicht Tulpe. Das Kind ist erstmal so eine Blume, das wird erst zu einer Tulpe gemacht. Und da steht jetzt, das habe ich aus dem Inhaltsverzeichnis, Sie können das Buch ja auch gleich lesen, das ist das, was die Kinder so haben. Das habe jetzt ich nicht gesagt, das hat jetzt ein Hirnforscher gesagt, der muss das ja wissen. Das muss nicht jeder wissen. Also ist es auch wissenschaftlich erwiesen, dass sie digital dement werden können. Also ich nehme halt die Hirnforscher, die mir jetzt irgendwie in Kram passen. Also er sagt, dass die Kinder schon von sowieso können und das wird mit ihnen gemacht. Einmal durchlesen.
Ja, das geht relativ schnell. Also ich habe mit meiner Frau da 5-mal irgendwie so Vertrauen enttäuscht oder 3-mal. Das ist schon schwierig genug. Das kann sein, dass sie ihre Eltern dann seelisch verlieren. Irgend sowas. Ja? Ich kenne so von einem Kind, da hat der Vater bei einer Party was aus dem Tagebuch vorgelesen, weil er das so witzig fand. Und das hat es gehört. Verstehen Sie, das reicht einmal. Wenn Sie ein Kind haben, das einmal, das ist, gleich ist es eine Tulpe. Gut, ich gebe das einfach nur mal so zur Kenntnis. Ja, man muss das irgendwie so machen. Ja, habe ich jetzt erklärt, bin schon vor der Zeit. Ich habe noch ein paar andere Bilder vorbereitet. Ich schreibe demnächst mal ein Buch über Schule. Ich habe keine Ahnung von Schule, außer der, was ich dann mit meinen Kindern und selber erlebt habe. Aber ich kann man nicht in sowas wie wieder Neugier, zentrierte Lehre anfangen? Also im Augenblick ist ja der Lehrplan in der Schule, glaube ich, der ist wissenschaftlich orientiert. Da gab es so eine Verwissenschaftlichungsbewegung in den 70er Jahren. Das müssen Sie historisch nochmal aufarbeiten, wenn Sie wollen. Und man macht den so wie den Bachelor, aber länger, auf 9 Jahre. Also, und man fängt Biologie natürlich mit so Mikroben an und Hefe. Und dann geht es immer so weiter. Und in der 13. Klasse Säugetiere, also wie der Chimik so geht. Ja? Und Geschichte fängt man natürlich an mit diesen unheimlich interessanten Faustkeilen. Und dann kommt man so in die 11. Klasse bei Bismarck an und dann Neuzeit, das lass mal weg, weil das irgendwie kritisch ist. Also das, ja, dann muss man Steinbrück behandeln und diskutieren darüber und alles schön. Kann man nicht Biologie mit Sauriern anfangen, dann lernen die das in 5 Minuten. Dann frage ich, hey, wo kommen die Saurier denn her? Sagen sie, aus dem Meer. Und wo kommen die Fische her? Und dann kann ich doch rückwärts bis zur Hefe. Was ist das Problem? Verstehen Sie, wenn das würde man mit einem guten Gefühl machen, das, verstehen Sie, so mit leuchtendem Blumenbeet, also was ich jetzt aufgeschrieben habe, dass man einfach so Sinnfluten bespricht und sonst wie. Kann alle Fächer durchgehen? Kann man nicht irgendwie Physik mit Astronomie anfangen? Astronomie ist so brotlose Kunst, ich will das nicht sagen. Meine Frau arbeitet in Max-Planck-Astronomie. Und die kriegen jede Menge Geld, Funding, 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 und alle Menschen hier finden das gut, weil es so interessant ist. Es ist ganz egal, ob es was bringt. Es ist einfach schön. Verstehen Sie? Und für Saurier haben wir Geld. Wir haben kein Geld, zum Beispiel Glasfaserkabel zu legen. Das wird immer versprochen bei jedem Internettag oder so. Ja, das kommt nicht. Ich muss nicht alle durchgehen, ja? Ich kann alle durchgehen und sagen, wir können doch einfach das auf Neugierde benutzen. Und dann würden die Kinder so mal 5. Klasse mit dem 5. Lebensjahr einfach weiter durchlernen und neugierig sein. Natürlich macht das alles kaputt. Verstehen Sie, wenn ich Erdkunde gehe, nicht erst das Heimatland, das Dorf hier um erst Offenbach, das ist ganz wichtig, Heimatkunde, und dann immer so ein bisschen weiter. Dann würde ich natürlich fragen, wo wart ihr denn? In Bali. Und dann sagen sie, erzähl was aus Bali. Dann sagen sie, da sind die Menschen ganz anders. Das hat natürlich kein System, aber man lernt viel schneller, oder? So. Und das könnte man dazu benutzen. Ja, dann neulich hat mich ein Unternehmen angerufen, wer interessiert sich für Hydraulik? Wir haben ganz viele Stellen, ich komme in ganz vielen Maschinenfabriken und so voll frei. Was finden Sie, so Firmen wie Kärcher oder so, wo Tonnen voll Ingenieurstellen. Sie können sich da irgendwelche eine aussuchen, das wissen wir nicht. Verstehen Sie, Sie träumen von IBM, Siemens und irgendwie Diakonie. Verstehen Sie, Sie haben nicht viel vor, Sie haben gar keine Fantasie, was man alles machen kann. Sie kriegen überall Stellen. Und das wird auch gar nicht gefördert in Deutschland. Gut, dann wollte ich noch eine Frage stellen, weil ich so einer bin, weil ich viel träume, sitze unterm Baum. Ich glaube, ich gelte als stilles, autistisches oder Asperger oder irgendwas. Also, gibt es so eine stille Form von Attention Deficit Disorder, also das sind nicht die Ritalin fressen müssen, sondern die da so rumsitzen. Ich habe ja auch einen Vampirroman geschrieben, der ist toll, mache ich mal Reklame dafür. Durfte ich noch nie sagen, weil ich ja bei IBM gearbeitet habe, jetzt darf ich das. Es gibt noch eine Neugier, ich weiß nicht, ob Sie das schon noch wissen, wenn Sie Tulpe sind, nicht mehr. Innen. Da erlebe ich Geschichten, ganz wundervolle.
Ich habe mal mit meinem Chef gesagt, Kam, sieht es nicht? Er sagt, in mir ist nichts, Herr Dück. Da war ich total erschrocken. So irgendwie. Ich wusste gar nicht, ist da echt nichts drin? Nein, da kann ich. Ja, so die Zahlen halt. So. Ich wollte einfach nur die Frage stellen. Also ich muss jetzt gleich wieder aufhören. Einfach die Fragestellung, wer befasst sich damit? Gar keiner. Also nicht, dass ich wüsste. Verstehen Sie, dass man irgendwie die Kinder mal fragt, will. Ich habe so einen Leserbrief gekriegt von der Mutter. Mein Kind kann nicht lesen. Jetzt hat es doch angefangen, im fortgeschrittenen Alter. Ich habe es gelobt. Da schlug es nach mir. Habe ich gesagt, das geschieht Ihnen recht. Nicht so, so hart war ich nicht. Ich habe gesagt, das ist so ein Kind wie ich, das träumt und sitzt hinterm Baum. Und fragen Sie doch einfach mal, was in dem Buch vorkommt. Am nächsten Tag kam ich, habe gefragt, was in dem Buch vorkommt. Und dann habe ich eine Vorlesung über Drachen bekommen. Und alles ist gut. Darum kümmert sich keiner. Wir stimmen aber ab, was in der Stadtbibliothek sein soll. Jetzt ist es... Die in Amerika dürfen die abstimmen, was nicht in der Stadtbibliothek stehen darf, und das ist Harry Potter, darf nicht da stehen. Verstehen Sie, weil das den Menschen verdirbt und so weiter und Flausen in den Kopf setzt. Und außerdem ist es, verstehen Sie, wenn einer Tulpen züchten will in Reihen, dann ist es schlecht, wenn einer noch was hat, was er nicht hat. Verstehen Sie, das muss man irgendwie wegkriegen. Und das, finde ich, braucht man in der nächsten Zeit, müssen irgendwas tun. Kann ganz viele Bilder bringen, ganz viele Fantasien, sie sollen sich einfach irgendwas Inneres vorstellen oder was tun. Und diese Seite, da müssten wir dann eigentlich ein neues TEDx haben, dann über Fantasie. Es ist dann aber schwer, darüber zu reden, weil manche sagen, sie haben nichts. Oder mir wird das den ganzen Tag gesagt. Gunther, hast du aber Fantasie? Monika, dass du den geheiratet hast. Ja, so. Okay, und ich wollte sagen, es gibt noch mehr Welten als für die inneren Kinder, sondern die inneren auch, also der Introvertierten, die sollten wir auch beachten. Und nochmal, machen Sie sich urbar. Ich habe noch was ganz Heiliges mitgebracht. Das ist Dr. Faust. Murnau, verstehen Sie, Faust. Also der will ja auch alles wissen und so weiter, was die Welt im Innersten zusammenhält, und dann kommt so eine Art Vampirfilm raus. Und am Ende sagt Faust in Faust 2, guckt da so in Hamburg seelisch da rein, wie sie alle die Marsch urbar machen und wuseln und alles aufbauen und Länder urbar machen, und dann sagt er, zu diesem Augenblick wird ich sagen, du bist so schön. Und das müssen sie irgendwie in sich auch erhalten, und das hat sehr viel mit urbar machen und mit ihnen selbst zu tun. Lassen Sie sich nicht so einquetschen und machen Sie selber los. Dankeschön.